und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Wie ich schon in meinem vorletzten Video gesagt habe, beginnt die gemeinsame Eisbade-Challenge. Und ich merke so, dass die Badesaison für mich beginnt, wenn die Liegewiesen leer sind, keiner am Steg ist und die Parkplätze alle frei sind. Dann weiß ich, ich muss mit dem Eisbaden anfangen. Und da habe ich ja die Challenge angefangen, dass wir gemeinsam nur mit dem Training starten können, damit wir dann so Januar, Februar dann die Eisdecke wegschmeißen können und uns in den See entspannt reinsetzen können. Und da ist Training wirklich alles. Also ich merke schon, die Jacke ist ein bisschen zu warm, die ich heute angezogen habe. Wir haben 12 Grad Außentemperatur bei 15 Grad Wassertemperatur. Also ich finde es noch eigentlich recht angenehm. Aber je eher man startet, desto einfacher wird's. Ich habe schon einige Videos dazu gemacht, die werde ich euch auch nochmal verlinken, wo wir das Ganze erklären, sogar mit dem Meister Wim Hof, dem Iceman himself. Wir erklären sozusagen, wie man anfängt mit dem Training. Das macht man ja mit kalten Duschen, was ihr natürlich super machen könnt, jeden Tag zu Hause oder wenn ihr keinen guten See in der Nähe habt. Und ich liebe natürlich Stege, da kann man schön sauber reingehen und auch wieder rauskommen. Würde ich sagen, zeige ich euch so, wie ich jetzt eben hier reingehe. Heute kann man auch noch schön schwimmen und weil das Wasser noch nicht so kalt ist, dass einem die Gliedmaßen so ein bisschen einfrieren, im positiven Sinne. Aber ansonsten geht es nicht darum, es so lange wie möglich auszuhalten, sondern wirklich in diese Entspannung zu kommen, in den Körper hinein. Deswegen nutze ich das Ganze mit Eisbaden eher so auch als Meditation. Aber hier noch ein kleiner Outfit-Check. Ich trage einmal bequeme weiche Turnschuhe, dann eine lockere Jogginghose zum leicht An- und Ausziehen. Mein Bikini trage ich schon fertig drunter. Dann einmal hier eine flauschige, kuschelige Jacke, ein Hoodie tut's auch und man braucht nur noch ein Handtuch und dann kann man eigentlich schon direkt loslegen. Die genaue Anleitung dafür, wie ihr auch zu Hause mit kalten Duschen starten könnt und die ganzen Vorteile davon verlinke ich euch nochmal am Ende. Aber jetzt würde ich sagen, einmal ausziehen und los geht's. So, einmal im Bikini. Ich fühle mich richtig sommerlich und normalerweise beginne ich ja jetzt hier auch mit dem Atmen, dass man wirklich tiefe Atemzüge nimmt und dazu habe ich auch schon ein Video, wie die genaue Atemtechnik funktioniert. Die erzeugt schon fast wie so eine Art Hitze im Körper, also man kann sich sozusagen besser auf die Kälte vorbereiten und je öfter man im Training ist, desto besser wird das vaskuläre System trainiert und man gerät nicht so in Schock. Ich habe damals Rafa im Februar zum Starnberger See mitgenommen und er hat davor nicht geübt und dann sind seine Beine richtig steif geworden, da musste ich ihm so ein bisschen helfen, wieder zurückzukommen. Und ja, aber mir ist jetzt heute eh richtig warm, deswegen denke ich mal nicht, dass es so schwer wird und würde ich sagen, los geht's. Die Schultern werden dann immer das Schwierigste, aber ich finde es sehr angenehm. Ich freue mich drauf. Ist das schön. Oh, ich liebe es. Und man den ganzen See für sich alleine quasi. Also heute ist wirklich nicht schwierig. Ich habe jetzt schon lange keinen See mehr besucht. Deswegen ist dann doch immer so mit den Schultern, finde ich, so ein bisschen Überwindung. Aber sobald es richtig kalt werden sollte und ihr merkt, dass ihr wenig Gefühl in Händen und Füßen habt, dann könnt ihr auch einfach hier an der Stufe am Boden stehend chillen und dann wirklich euch hier entspannen. Also forciert dann nicht das Schwimmen. Denn das kann natürlich gefährlich werden, wenn ihr draußen dann wirklich kein Gefühl mehr habt oder auch keine Kraft mehr. Das ist ja doch irgendwo anstrengend, auch für den Körper. Und Hände und Füße verlieren als erstes die Wärme.
Deswegen macht es wirklich in eurem eigenen Tempo. Ihr sollt die Kälte genießen. Wenn ihr einmal drin seid und entspannt und tief durchatmet, habt ihr schon den ganzen Vorteil der Kälte. Und wenn ihr jetzt mal eine genaue Anleitung braucht für die spezielle Atemtechnik, die auch wahnsinnig gut ist, oder eben hier mit Duschen anfangen könnt und so weiter, verlinke ich euch einmal hier das Video mit Wim Hof. Ansonsten hier drüben auch nochmal meine komplette Morgenroutine, wo natürlich auch das Eisbaden, die kalten Duschen integriert sind. Für den perfekten Start in den Tag könnt ihr mal vorbeischauen bei den Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns frisch und munter zum nächsten Video wieder. Ich liebe Eisbaden. Macht einfach mit! Oh.